Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Tagesbotschaft bzw. Wochenendlegung für Freitag, Samstag und Sonntag, der 27., 28. und 29.8. Ja, wir schauen jetzt gemeinsam hinein in dein Wochenende. Was möchte sich an diesem Wochenende zeigen? Und zwar, das ist ja das letzte Wochenende, bevor wir in den September eintauchen. Also der letzte, sozusagen das letzte Wochenende im August. So, ich würde sagen, wir starten in die Hauptüberschrift. Du kannst dir einen Stapel oder alle drei auswählen. Gedacht von mir war es, dass der steht für Freitag, Samstag und Sonntag. Du kannst jetzt sagen, okay, das steht für Freitag, aber auch für Spiritualität, Liebe, Gesundheit, finanzielle Dinge, irgendwelche anderen Situationen, für einen Mensch und so weiter, hast du diesen Kartenstapel gewählt. Ja? Morgen schaust du hinein und wählst diesen und schaust hinein, was zeigt sich bei dir. Und dann schaust du dir am Sonntag diesen Stapel an und wählst diesen Kartenstapel. Oder du sagst, du schaust dir generell am Wochenende, das ist dein Stapel für das Wochenende. Das kannst du natürlich auch machen. Ja? So, was zeigt sich am Wochenende bei dir? Oh, bei dir, du kommst in die Balance. Sehr schön. Also da geht etwas in die Balance und vielleicht geht deine Wertschätzung in Balance, weil die nächste Karte, die wir gezogen haben, ist die Wertschätzung. Das heißt, hier kommt eine absolute wertschätzende Situation auf dich zu. Also jemand schätzt dich wert oder du beginnst dich selbst mehr wert zu schätzen. Du bist dir selber mehr wert. Also dieser Mehrwert, du bist dir mehr wert als alles andere. Und das könnte natürlich auch bei dir der Fall sein. Oh, du bist dir mehr wert. Wow, sehr spannend. So, ja, spannend hier, ne? Zweimal der Herr gefallen hier. Das heißt, es könnte sein, dass jemand auf den Trichter gekommen ist, dich wertzuschätzen. Es könnte sein, dass du jemanden kennengelernt hast und dieser Mensch, den gehst du nicht mehr aus dem Kopf. Nicht mehr aus dem Kopf. Es könnte sein, dass dieser Mensch vielleicht zuerst gesagt hat, er möchte keine Partnerschaft und dann hat er dich kennengelernt, dich wertgeschätzt, dich wertschätzen können. Du hast ihn dir wertschätzen können lassen. Ja? Das heißt, weil deine Wertschätzung sehr hoch ist, ja, konnte dieser Herr oder diese Dame diese Wertschätzung bei dir finden und dich da drum noch mehr wertschätzen. Und das ist ja der Clou daran, ja? Warum rennen Männer Frauen hinterher, die sie nicht bekommen können, die ihren Selbstwert, selbstbewusst sind, die stark sind, die authentisch sind, die sie ihr Leben leben. Ja, warum wohl, ne? Die geringere Wertschätzung, ne? Ganz logisch. Wenn du Fülle in dir spürst, dann wirst du Fülle anziehen. Wenn du Glück spürst, wirst du Glück anziehen. Wenn du Gesundheit fühlst und spürst in dir, dann wirst du Gesundheit anziehen. Das ist das Gesetz der Anziehungskraft. Und da kommst du schon langsam auf den Trichter, weil du kommst in diese Balance. Das heißt, du balancierst es für dich aus. Und dann merkt ein Mann oder eine Frau, hoppla, oh, mit dieser Frau, mit diesem Mann kann man nicht alles machen. Die kann auch anders. Und das ist gut so. Und deshalb schätzt dieser Mann dich für dein Tun, für deine Arbeit sehr, sehr wert. Und diese Wertschätzung zeigt er dir, indem dass er sich wirklich auch öffnet für genau diese Partnerschaft, wo ihr zusammenkommen könnt. Das heißt, er öffnet sich sozusagen oder sie öffnet sich für dich. Oder jemand öffnet sich für dich. Es kann aber auch sein, dass ein Chef, eine Chefin, ja, die jetzt einen Brief zusendet und sagt, ja, es wäre schön, wenn sie in unserem Team sind.
wir wollen sie einstellen. Ja, das ist eine Zusage für einen Job, wenn du dich irgendwo beworben hast. Und dort wirst du sehr viel Wertschätzung erfahren und auch diese Balance. Das heißt, das Geld stimmt, die Freizeit stimmt, da stimmt einfach alles für dich. Ne? Da passt, das ist, das Gesamtpaket passt sehr gut. Auch das könnte dir am Wochenende zu dir flattern. Ja, auch das kann sein. Bei anderen sehe ich, dass ihr, wenn ihr schon in Pension seid, dass ihr euch an diesem Wochenende sehr euch selbst widmet, in eure Balance oder eure Balance, in eure Ausgleich männlich und weiblich kommt. Vielleicht wart ihr zu sehr in der männlichen Energie, denn wir haben hier zweimal die Männer drinnen. Das heißt, es ist ganz, ganz stark eine Yang-Energie da. Das heißt, eine Macher-Energie, ein Tun, ein Machen, ein Vorwärtsgehen, ständig noch besser. Und jetzt fangst du aber schon langsam an, dich selbst wertzuschätzen und in die Balance zu gehen. Also sich auch mal zurücklehnen, in die Yin-Energie kommen und sagen, okay, ja, wenn es heute nicht ist, dann ist es morgen. Und es geht so schnell, wirklich. Ich habe meinen Kasten räumen. Ich habe das so hinausgeschoben. Ich wollte das eigentlich schon im Frühling machen. Und gemacht habe ich es dann irgendwann im Juni, Juli, was ich mich erinnern kann. Und ja, und das ist fix, wirklich ratzfatz ist es gegangen. Ja? Dass die Kleidersammlung dann stelle an Menschen, die weitergeschenkt sozusagen meine Kleidung. Ja, die an Menschen, die es nicht so gut geht, habe ich meine Kleidung verschenkt und den Rest gespendet. Ja, und das kannst du natürlich auch so machen. Ja, dass du sagst, okay, gut, du musstest mal aus und du sortierst aus. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich fühle mich voll frei. Wow, man glaubt gar nicht, wenn man Kasten räumt, wie frei, dass man sich fühlt. Und da spüre ich diese Freiheit. Ja, weil die allererste Karte in der Hauptüberschrift ist schon die Balance gefallen. Ja, und dann der Vertrag. Und hier kommt der männliche Vertrag, ja, oder ein Vertrag auf dich zu. Das müsstest du schon langsam ahnen. Also entweder kennst du die Person, die auf dich zukommt schon. Also da könnte es sein, dass du jemanden kennst oder schon jemanden kennengelernt hast. Oder du wirst diesen Menschen in Kürze kennenlernen, weil der Mann auf das offene Buch hinschaut. Und das noch im Sommer. Also ich bin mal gespannt, was hier drinnen ist. Hier kann alles drinnen sein, vom Beruflichen bis zur Wertschätzung, bis zur Liebe, bis alles. Ja, so, ich muss jetzt nur schauen, weil ich die Kamera umgedreht habe, ob ihr das alles so gut sehen könnt. Moment. Eins, zwei, ja. Ihr könnt das sehr gut sehen. Ich fange mit diesem Stapel hier an. Das sind beide gleiche Steine. Ja, also einer hat meiner Mausi gehört, einer mir, das war meiner und das ist ihrer gewesen. Und hier, ich habe das Gefühl, die beiden wollten hierher. Es könnte natürlich sein, dass diese beiden Stapeln 1 und 3 zusammengehören. Ja, also Stapel 1, schau dir auf alle Fälle Stapel 3 auch an, denn das hat einen Grund, warum zwei gleiche Steine auf das Kartendeck wollten. Ja, also entweder sind ähnliche Aussagen oder ähnlicher Verlauf. Es könnte auch sein, dass hier eine Zwillingsflamme drinnen ist. Ich weiß es ja nicht. Aber dann gehst du den gleichen Weg wie deine Zwillingsflamme zum Beispiel. Ne? Und das ist auch sehr interessant. So, jetzt gehen wir dir mal zur Seite. So, du hast diesen Stein gewählt, den Larimar. Und dann schauen wir mal, was kommt auf dich zu. Welche Wertschätzung erwartet dich? Welchen Vertrag wirst du unterzeichnen? Oder wirst du überhaupt einen Vertrag unterzeichnen? Und kommt im Sommer eine Liebe auf dich zu? Und ich habe schon gesehen und ich weiß nicht, ob ihr auch. Ja, da kommt eine neue Liebe in dein Leben. Eine absolut neue Liebe, die kennst du noch nicht. Das heißt, du wärst in dieser Reisegruppe drinnen, dass du diesen Menschen sehr bald begegnen wirst. Also den kennst du noch nicht, aber sehr bald wirst du ihn begegnen,
noch in den Sommermonaten oder wenn es draußen warm ist, ja, wirst du dieser Person begegnen. Ja, das nächste, das ist spannend hier. Yay, das ist gut, mein Schatz. Du kattest deine Ängste. Das heißt, wenn du immer gesagt hast, nee, du möchtest keinen Partner, du möchtest keinen Partner, du willst keinen Partner, du brauchst keinen Partner, dann kattest du jetzt diese Ängste und da ist irgendeine Blockade geht auf. Also ich habe bei dir das Gefühl, du bringst es in die Balance. Du sagst nicht mehr, ich will keinen, ich möchte keinen, sondern jetzt sagst du, gut, ich bin offen, wenn er kommt, komm nur, ne? Dann hast du das definitiv gekartet und bist in deiner Balance. Ja, das sehe ich in der nächsten Karte, dass du in Balance bist oder kommst, denn du hast hier die Sterne. Ja, also hier kommen die Sterne auf dich zu. Den absoluten Erfolg, also entweder bist du auf der Erfolgswelle, oder natürlich, wenn du deine Ängste kattest, hat das immer etwas mit Erfolg zu tun. Logischerweise. Weil du siegst ja dann über deine Ängste. Ja, du hast die Ängste dir angeschaut und losgelassen. Und deshalb kommt diese Sterne, diese Klarheit. Vielleicht lernst du diesen Menschen noch in den Abendstunden kennen. Vielleicht ist er oder sie auch oder du im heilerischen Beruf tätig oder Psychologe, Trainer, Coach etc. Oder Arzt, Ärztin, Krankenschwester, Apotheker, Apothekerin, also Drogeristin. Oder ihr beide seid im heilerischen Beruf tätig, im spirituellen Bereich tätig, das kann auch sein. Vielleicht hast du auch Angst der neuen Liebe, das bekomme ich jetzt auch so rein. Vielleicht hast du Angst, der neuen Liebe zu zeigen, wer du wirklich bist, dass du dich mit spirituellen, dass du dich mit spirituellen Themen auseinander beschäftigst oder auch zu tun hast. Und diese Angst lässt du jetzt los, ne? Und das kann ich auch nur bestätigen. Also das ist nicht so ohne, ja, das muss man auch sagen, weil wenn die Männer auf den Trichter kommen, bis jetzt war das bei mir so, wenn die Männer auf den Trichter gekommen sind, dass ich spirituell arbeite oder Karten lege, dann waren sie wie weggepustet. Ja, das war echt, also das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, denke ich mir, oh mein Gott, wie dumm muss man echt sein. Also da denke ich mir wirklich, das ist dumm. Ja, also sollten Männer zuschauen, ja, ich weiß, ihr steht dazu, weil ihr schaut das auch an und ich habe echt viele, viele Männer, die das anschauen. Ich glaube sogar 40%, ja, also 35-38% schauen wirklich Männer zu und der Rest Frauen. Das ist das, was ich hereinbekomme, dass es dir gleich wurscht ist wie mir. Mir ist es egal. Ich denke mir nur meinen Teil, wo ich mir denke, oh mein Gott, ja, schöne Gespräche, war nichts. Und auf einmal sagst du, ja, ich mache dies und jenes und dann nichts mehr, kein Schreiben, gar nichts mehr. Ne? Und das könnte bei dir auch sein. Mir ist es ja wurscht, weil ich will ja keiner, ne? Vielleicht komme ich dann auch, an diesem Tag bin ich dann auch in Balance, ne? Und sage, okay, wenn er da ist, ist er da, ne? Aber das könnte bei dir natürlich auch der Fall sein, dass du jedes Mal, wenn du etwas gesagt hast, dass du gemerkt hast, okay, die Männer sind so wie Budgetpfeile, schnell weg, ja? Die haben natürlich auch eine Erfahrung hinter sich oder wie auch immer oder Menschen reden blöd über Spiritualität und es gibt natürlich solche und solche. Es gibt natürlich auch Ärzte, die sind solche und solche. Und das gibt es in jedem Beruf, meine Lieben. Ja? So, tanke Kraft in der Natur. Ja, also du tankst Kraft in der Natur und kriegst wieder die Kraft sozusagen. Und das hat was mit Heilung. Das heißt, du heilst dich in der Natur. Du lässt deine Ängste los. Das ist egal, was andere denken und sagen. Und hier kommt schon langsam Bewegung rein, ja, also wenn dir das auch passiert ist, was ich hier gesagt habe, dann kommt Bewegung in Thema Liebe hinein, ja, also dann wirst du jemanden begegnen, der nicht gleich die Fliege macht, wenn du sagst, dass du spirituell arbeitest, ja. Und das kann natürlich auch sein, ja, dass hier das Menschen erstmal, und das Spannende ist mal, wenn du, ich bin da sehr ehrlich und ich sage das wirklich meistens beim ersten Treffen schon, was ich mache,
Und was ich tue, weil ich da nichts zum Verheimlichen habe, und das ist mir wichtiger, dass jeder weiß, wo er dran ist, weil ich das vielleicht schon weiß, sage ich das gleich schon beim ersten Treffen, dass wir, wenn es zum Gespräch kommt, dann ist es so, dass jetzt eine Liebe kommt, der es egal ist, was du machst. Ja? Du stehst zu dem, was du tust. Und wenn andere das nicht, auf Wiedersehen. So einfach. Ja, Yin Yang, na, Balance. Du kommst in die absolute Balance hinein. Ja, du wirst Ja sagen. Du wirst Ja zu Liebe sagen. Du wirst Ja sagen, wenn dieser Mensch vor dir steht. Bin ich mir ganz sicher. Ja, du hast eine glückliche Reise vor dir. Vielleicht lernst du diesen Menschen in einer Reise kennen oder hast noch einen Späturlaub oder hast so einen Wochenendtrip sozusagen vor dir am letzten Augustwochenende. Das kann natürlich auch sein. Ja, und du selber schaust in die positive Veränderung, in die positiven Störche hinein. Also du selber bist absolut positiv gestimmt, du bleibst bei dir, du hast deine Ängste gekattert, du bist in deiner Wertschätzung. Ich habe da eher das Gefühl, dass du da schon drinnen bist. Ja, aber für manche, die kommen erst dann dorthin. Na, bei den einen so, bei den anderen so. Aber nichtsdestotrotz wirst du dorthin kommen. Also ich bin gespannt, ob du eine Reise real machst oder ob du eine Reise nach innen gehst und in die Balance gehst, in die Yin und Yang und in deine Wertschätzung und deine Ängste cuttest. Ich bin gespannt, mein Schatz. Das war jetzt dein Freitag oder für das, was du ihn benannt hast, dein Stapel. So. Schönes, interessante Legung hier. Aber schau dir auf alle Fälle noch Stapel 3 an, da geht ihr in Resonanz, ja. Es könnte jetzt sein, dass da dein Schatz drinnen war und du hast mit dem wenig anfangen können, ja. Vielleicht ist immer dein Schatz vor Spiritualität geflüchtet, sozusagen, wenn er nur was gehört hat, die Antennen angefahren und auf Wiedersehen, ja. Oder du selber warst das. Und jetzt kommen wir zu Stapel 2. Du hast diesen Türkis gezogen. Und jetzt schauen wir gemeinsam hinein, was auf dich zukommt. Oh, dies ist der Richtige oder dies könnte der oder die Richtige sein. Wow, was hast denn du für ihre Karten bekommen hier? Halle, liebe Scholli hier. Wow, also da liegt dir jemand zu Füßen. Also beim ersten Stapel haben wir schon gesagt, da irgendjemand flüchtet, ja, hat Angst vor Spiritualität. Hier ist es umgekehrt, hier, wenn du das erzählst, wow, echt, du hast eine tolle Gabe. Vielleicht schau dir echt Stapel 1 an. Ja, ich habe es leider nicht gesagt, weil ich nur das Gefühl hatte, 1 und 3 gehört zusammen. Aber in diesem Fall gehört 1, 2 und 3 zusammen. Ja, also es ist wirklich eine Geschichte. Dieser Mensch hat angefangen umzudenken. Dieser Mensch hat sich über Spiritualität vielleicht, und das, ich muss echt sagen, ich habe ja viele Männer, ich habe es euch ja im Stapel 1 schon gesagt, viele Klienten Männer, nicht Männer, ich Männer, sondern Klienten Männer. Und die haben alle gesagt, bevor sie zu mir gekommen sind, haben sie alle gesagt, Spiritualität, was ist denn das für ein Scheiß? Und wie sie dann zu mir gekommen sind, haben sie gesagt, sie werden das nie mehr sagen, ich schwöre das. Nie mehr werde ich so ein Wort fallen lassen. Ich finde das grandios, ich finde das toll. Ich habe dir dieses und jenes gar nicht gesagt und du weißt das. Ja, du kannst von mir gar nichts wissen. Und genau um das geht's. Ja, da hat sich jemand schon mal mit Spiritualität auseinandergesetzt. Entweder du oder dein Gegenüber. In dem Fall nehme ich euch wirklich wahr, dass es eure Gegenüber getan hat. Ja, also hier macht sich jemand schlau. Es kann auch sein, dass du gesagt hast, so über Stapel 1, dass du dich mit Spiritualität beschäftigst, dass du arbeitest und jemand schaut sich dann deine Homepage an, schaut sich deine Legungen an, schaut sich an, was du machst, spirituell gesehen sozusagen, oder hört sich zumindest an, wenn du keine Homepage oder nicht selbstständig bist, hört sich zumindest an, wie bist du zu Spiritualität gekommen und was hat dich veranlasst, was fasziniert dich an dem so, ne? Da ist jemand, der nachfragt, ja, also da fragt jemand nach, da möchte jemand mehr wissen von dir, das zeigt auch der Blumenstrauß,
Also hier möchte jemand mehr wissen, mehr tun, mehr machen für dich. Ja? Dann die Fische. Also hier geht es um diese liebevolle Art und Weise, wo man... diese Feinfühligkeit, das Mitfühlende, das Nachfragen, das Verständnis, aber auch, hey, kann man tatsächlich Geld verdienen mit Spiritualität? Ist das möglich? Ne? Das glauben ja viele. Und ja, das ist möglich. Das heißt, dieser Mensch fragt sehr viel nach. Ne? Also der ist sehr interessiert auf euch. Also hier, dieser Mensch ist jemand, der fragt nach. Und dann hast du das Gefühl, das könnte der oder die Richtige sein bei dir. Ja? Alles könnte damit beginnen, dass du ihn kennenlernst bei deinem Geburtstag oder um deine Geburtstagsfeier. Entweder für deine Mutter, für deinen Vater, für deine Oma, Tante, Nichte, Neffe, egal, ich weiß es nicht wen. Oder beste Freundin, bester Freund hat Geburtstag. Es könnte sein, dass du ihn tatsächlich kennenlernst auf einer Geburtstagsfeier. Oder um deinen eigenen Geburtstag oder um den Geburtstag deines Gegenübers, ja, den du da begegnest. Ich weiß, das ist jetzt Thema Liebe, aber ich kriege es jetzt genau so rein und darum sage ich das auch. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass hier... dieser Mensch um deinen Geburtstag, dass du ihn kennenlernst oder den Geburtstag deiner Kinder oder Eltern und etc. Da könnte sein, dass du hier ihn kennenlernst und dann habt ihr einen sehr schönen Schriftverkehr vorerst. Und ihr wisst ganz genau, ihr beide seid füreinander bestimmt. Also ihr spürt es, dass ihr füreinander bestimmt seid, sozusagen. Ja, also Herz und Ring füreinander bestimmt. Wow, dann hast du noch eine wundervolle Überraschung. Ja, vielleicht weißt du von dem auch noch nichts, dass jemand auf dich zukommt. Und das Spannende ist, wir haben in der Hauptüberschrift den Ring und du hast den Ring auch da drinnen. Solltest du die Überschrift nicht angehört haben, dann würde ich dir raten, die Hauptüberschrift dir anzuhören. Ja? Also hier kommt eine freudige Überraschung in dein Leben und dann wandle auf der Brücke des Glücks. Ja, also du wandelst sozusagen auf der Brücke des Glücks und erkennst dich und weißt auch, hey, da hast du Glück gehabt. Vielleicht wolltest du gar nicht auf diese Geburtstagsfeier. Ja, vielleicht wolltest du selber keine Geburtstagsfeier. Und dann ist jemand mitgekommen, ein bester Freund, und hat gesagt, ja, der macht jetzt gerade Urlaub da bei mir. Und ich habe ihn jetzt mitgenommen oder so, ne? Und dann verliebst du dich in diesen Menschen. Ja, und das ist ein Geschenk, ne? Weil der Blumenstrauß steht auch für Geschenk, das ist auch Geschenk. Also hier kommt ein leichtes Geschenk auf dich zu. Das heißt, das Universum bietet dir deinen Schatz auf einen goldenen, silbernen Tablett sozusagen. Ja. Ich kann es nicht anders deuten, I'm sorry, das sind zwar die letzten Karten, die habe ich nicht gesehen, ne? Ihr wart ja eh dabei. Ich weiß ja auch nicht, was da drinnen ist und jetzt gleich zweimal das Pärchen. Ja, ich habe gesagt, es geht um Liebe und ich spüre das auch so. Also dieses Wochenende steht im Zeichen für Liebe. Also Liebe, Partnerschaft, Kennenlernen, Vergnügen, Feiern, gute Laune, Geld verdienen, Leichtigkeit, in seiner Liebe zu sein, bei sich zu sein, mit anderen sehr schön kommunizieren, Geburtstag. Es könnte wirklich sein, dass hier jemand um deinen Geburtstag auf dich zukommt. Ja, ein Job, ein Glück, was für dich ein absoluter Segen und ein Geschenk ist. Und es könnte sein, dass dieser Mensch sehr gut situiert ist oder sehr gut situierte Eltern hat oder er selbst ist es. Dann startest du einen absoluten Neubeginn oder dieser Mensch hat ein Kind. Ja, also ein Kind.
entweder bist du es oder dein Gegenüber, aber ich sehe hier ein Kind, ja? Ein Kind oder drei Kinder? Also entweder lebt ein Kind bei ihm und hat drei Kinder, aber eines sehe ich. Ja, also hier geht es um ein Kind. Und dieser Mensch, der euch da begegnet, ist ein absolutes liebenswertes Wesen, ja. Und liebt auch die Sonne, liebt das Meer, ja. Also jemand, der gerne reist, jemand, der gerne am Meer ist, ja. Also jemand liebt das Meer, den Strand, überhaupt Urlaub, ja. Also dieser Mensch liebt definitiv Urlaube. Also der ist kein Stubenhocker. Wenn er kann, ist er am Meer. Also der ist, wenn der eingesperrt werden würde, das wäre nichts für diesen Menschen. Aber hier kommt definitiv jemand auf euch zu. Da könnt ihr viel lernen und das wisst ihr und das spürt ihr auch. Ja, wow. Und das zu dem Thema Türkis. Jetzt bin ich schon echt gespannt, was im Stapel 3 drinnen ist. Ich wünsche dir auch natürlich auf alle Fälle ein wunderschönes Wochenende und schau dir auf alle Fälle Stapel 3 auch an. Und ich bin jetzt gespannt, ob es auch so schön weitergeht wie bei Stapel 1 und 2. Ja, 1, 2 und 3 gehören zusammen. Ich habe zuerst gesagt, nur 1 und 3 gehören zusammen. Aber ich muss ehrlich sagen, es gehört 1, 2 und 3 zusammen. So. Ja, da hat auch jemand, darum habe ich ja gesagt, 1 und 3 sind sehr eng miteinander, wirklich. Auch 2, keine Frage. Ja, da geht es auch um Spirituelles, ne? Ja, das ist spannend. Da hat auch jemand so Angst, jemanden kennenzulernen. Hier ist jemand im Stapel 1, ist schon jemand in der Wertschätzung und kattet seine Ängste, ja? Und hier ist es so, da ist noch jemand sehr misstrauisch. Ja, also der muss sich alles anhören, entweder du oder dein Gegenüber. Da lässt sich jemand nicht nur schnell Honig um den Mund schmieren, sondern überprüft auch das, was jemand sagt und spürt sich genau hin. Es könnte auch ein Rechtsanwalt sein. Ne? Es könnte auch sein, dass hier jemand mit Rechtsanwälten zu tun hat, weil hier überprüft jemand. Hier ist jemand auch ein Prüfer, vielleicht ein Steuerprüfer, ich weiß es nicht, aber hier kommt ein Mensch, der gerne prüft. Der kontrolliert nicht, das ist was anderes, da spüre ich keine Kontrolle, keine Sorge, aber hier spüre ich jemand definitiv, da ist jemand sehr bedacht, was du sagst. Puh, also da wird jedes Wort, was du sagst, analysiert. Sagen wir mal so. Ja, also entweder beruflich bedingt und das hat er natürlich privat oder sie privat sich aufgenommen sozusagen. Aber jemand, der prüft, was jemand sagt. Und auch meinst du das ehrlich? Sagst du die Wahrheit oder lügst du oder sagst du es nur, weil es schön klingt? Also hier muss ich schon mal sagen, da fängt es an. Also da ist jemand, also ob du das dann magst oder nicht magst, sei dahingestellt. Ne? Ob er das dann ablegen kann, ich bezweifle es, aber hier ist jemand schon sehr ein älterer Mensch. Der hat schon seine... Sagen wir mal so, er ist schon eingesessen. Ja, also der hat das schon in sich drin und ob er das will oder nicht will, ob er schon in Pension ist. Ich möchte sagen, hier könnte schon jemand kurz vor der Pension sein. Oder ein sehr reifer, intelligenter Mensch. So, die gehören einmal zusammen. Dieser Mensch ist auch bedacht, den nächsten richtigen Schritt zu tun. Also bevor dieser Mensch dich einladet zum Essen, zum Trinken, überlegt er sich viermal, ob er das tut. Ja? Also dieser Mensch müsste sich schon mehrmals die Finger verbrannt haben, bei einer Frau oder bei einem Mann. Wir müssen aber auch immer die Hauptüberschrift mit einbinden. Das heißt, dieser Mensch ist auch sehr wertschätzend. Jemand überlegt sich auch liebevoll zu schreiben. Das bekomme ich auch herein. Also jemand ist sehr bedacht und überlegt, was er dir schreibt. Hier ist jemand sehr vorsichtig. Aber
du wirst ihn durchschauen, denn du hast die spirituelle Kraft. Das heißt, diesen Menschen durchschaust du sehr schnell. Also hier hast du auch die Möglichkeit, ihn aufzulockern. Ja, so bekomme ich das auch herein. Vielleicht ist er auch ein verschlossener Typ, aber sehr offen, was die Sonne, die Ferien betreffen, Strand und Meer. Es könnte sein, dass er sonst sehr verschlossen ist, und wenn er in einem Meer ist und die Sonne um sich hat und das Meer und den Duft und der Sonnenmilch und etc. das so genießt und aufsaugt, dann könnte es sein, dass er plaudert wie vom Nähkästchen, und kaum seid ihr vom Urlaub zurück, dann denkst du dir, verschwiegen wie ein Grab, das gibt's doch nicht, ne? Aber das ist nur, das sage ich euch gleich, die erste Zeit. Danach spüre ich, dass es sich immer mehr lockert und dir immer mehr vertraut. Das heißt, dieser Mensch vertraut dir immer mehr. Aber es könnte halt sein, wenn du in ein, zwei Monaten kennst, dass er sagt, hey du, ich fliege jetzt, keine Ahnung wohin, Urlaub machen, hast du Lust, hast du frei, fahrst du mit, ne? Oder fliegst du mit. Also hier ist jemand sehr offen und ladet auch gerne ein, nimmt aber auch gerne das Zepter in die Hand. Es kann natürlich sein, wenn du selber gerne das Zepter in der Hand hältst, dann lernst du jemanden kennen, der auch ebenfalls gerne das Zepter in der Hand hält, ja. So, und das sind zwei starke Persönlichkeiten. Hier nehme ich ganz, ganz stark wahr Feuerzeichen. Also hier nehme ich Erd- und Feuerzeichen ganz stark wahr. Also Erd und Feuer. Entweder ist es dein Gegenüber oder du bist es. Ja, und hier prüft jemand ständig dieses Prüfen. Ne? Also die Stärke ist für mich auch immer positive Veränderung. Da verändert sich, und das ist genau das, was ich auch hier wahrnehme bei euch, da verändert sich eine Situation bei ihm oder bei ihr. Und diese Veränderung führt zu mehr Vertrauen zu dir, aber auch zu mehr Wertschätzung und Balance. Also hier balanciert sich jemand aus, also hier nimmt jemand die positiven Veränderungen an. Also wenn du sagst, hey Moment, mit mir geht das nicht, wir können uns das ausreden, mal fahren wir dorthin, mal fahren wir aber dahin. Ja? Und das ist ja, wenn jeder das Zepter in der Hand hat, ist es ja schön, weil mal gibt er den Ton an, mal gibst du den Ton an, mal gibt sie den Ton an, mal gibst du den Ton an. Das heißt, diese Balance, was hier da stattfindet, ist wunderschön. Ja? Also das müsst ihr nur herausfinden noch. Ne? Also hier geht nicht in einen Kampf hinein, ja? Sondern hey, wir sind zwei Rivalen. Sondern nein, versteht das so, er hat sein Zepter in der Hand, er weiß, was er will, sie weiß, was sie will, ja, und andere wissen das ja nicht, ne, und dieser Mensch weiß ganz genau, er möchte ein Liebesleben mit dir. Ja, also dieser Mensch möchte definitiv mit dir in eine Partnerschaft gehen, also das weiß er, das weiß sie, da ist auch der Ring, ne. Das heißt, jemand muss vielleicht auch noch das Herzchen aufsperren. Ja, das kann sein. Oder diese Verschüchternheit, ne? Also dieses Zurückhaltende. Das kann natürlich auch sein, dass jemand noch schüchtern ist, zurückhaltend ist und sich noch nicht traut, sich ganz hundertprozentig zu öffnen. Aber das passt zu den positiven Veränderungen und das Klee. Jemand ist dran, einen Schlüssel in das Schlüsselloch zu stecken. Ja, also da scheut jemand diese Arbeit nicht. Also das weiß... Dieser Mensch weiß auch um seine Manko. Also das ist nicht so, dass er sagt, nö, ich habe keine, ne? Mir ist ja, ich bin so gut. Sondern dieser Mensch sagt, okay, ich habe das und ich weiß, dass ich das habe und ich schaue mir das Thema auch gerne an. Ja? Dieser Mensch müsste schon entweder in der Pension sein, aber auch gut verdienend sein. Ja? Also entweder ist jemand sehr kurz vor der Pension oder sehr gut verdienend. Also der hat mit Geld keine Thematiken gehabt, also dieser Mensch konnte sich immer alles leisten, also da ist das Füllhorn bei ihm, ja, oder bei deinem Gegenüber. Könnte sein, dass du diesen Menschen auf einer Reise bei einer Gesellschaft kennenlernst, ja, vielleicht reist du an einen Ort oder in die nächste Stadt und da lernst du diesen Menschen kennen. Aber jetzt noch im Sommer, aber ich glaube auch, dass du diesen Menschen noch nicht kennst, ganz ehrlich. Da bist du kurz davor.
Wenn es nichts mit Liebe zu tun hat, ja, dann kommst du definitiv, dann bist du das, aber nur dann, na, wenn das mit Liebe nichts zu tun hat, dann kommst du immer mehr in deine Fülle hinein, in deine positive Veränderung. Das heißt, dein spirituelles Arbeiten hat dich in deine positive Veränderung geführt, dass du ein Liebesleben mit dir selber führen kannst. Ne? Du hast die Selbstliebe, du hast den Selbstausdruck und du genießt es auch, dich selber zu lieben. Und das ist dein absoluter richtiger Weg. Also dieser Weg ist absolut richtig, den du gehst. Bleibe dran, hab keine Angst vor dem nächsten Schritt. Ne? Also hier mach dein Herz auf und empfange diese Energie, ja, dieses Füllhorn. Dann kann es sein, wenn du schon in Pension bist, dass du dich mit Gleichgesinnten triffst oder so. Ich habe jetzt eine Dame in der Hinterbrühl. Ja, mich reden ja so viele Menschen an, weil sie ja wissen, was ich mache. Und eine ältere Dame hat mir erzählt, dass sie jetzt so mit Gruppen, mit Gleichgesinnten tanzen geht. Ne? Und das ist das, was ihr Spaß macht. Ja, sie liebt das. Und das ist auch wunderschön. Und ich finde das toll, dass hier auch die in der Pension sind, sich auch noch sagen, hey, ich genieße das jetzt, ich genieße das Tanzen gehen, ja, oder ich genieße das, in dieser Gruppe, in dieser Gesellschaft zu sein, egal ob das Golf ist, Tennis ist, Fußball ist, ich weiß es nicht, irgendein anderes Hobby ist, ja, also hier könnte es sein, dass du diesen Menschen aber auch über dein Hobby kennenlernst, okay? Das war euer wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und freue mich, wenn du morgen wieder mit an Bord bist. Bis dann, baba, tschüss.